Ja, hallo, ich bin der Rudi, ich bin der Böllerbohr von den Fortuna-Schützen. Und das ist der Alex. Sagt weiter, Alex, sag mal was. Ja, ich bin da, Böllerbohr. Wir sind heute da beim Riegerli und lassen noch ins Kracher, gell? Ja, wir schießen heute aber nur einen Schuss. Muss ja auch mal sein, weil das, was wir machen, das ist eine Tradition. Wir schießen nur für Ehrengäste und für wirklich Leute, die das verdient haben. Ja, diese Bierkette ist nicht nur mittlerweile eine Tradition, sondern in ganz Bayern und darüber hinaus ein Markenzeichen für das Bier, aber ganz besonders für das Augsburger Bier. Für die Qualität, für die große Geschichte und vor allem für die Verbundenheit mit der Stadt, mit der Region, mit Bayern. Und von daher gratuliere allen, die sich hier seit Jahren für dieses Bier, für diese Bierkette so toll engagieren. Der nächste Riegele Bierkettenträger. Frau, servus, schön, dass ihr da seid. Auf einen, der es mehr als verdient hat. Lieber Wolfgang Krebs, ich freue mich riesig, dass Sie heute bei uns sind und Sie wissen gar nicht, wie gut es meinen Nerven getan hat, dass ausgerechnet Sie diesmal die richtigen Bierkettenträger sind. Wenn das gewesen wäre, in Ihrem Fall waren wir ganz entspannt. Sie hätten dann halt als Söder selber die Laudatio auftragen. Sie mit diese Selbstfindung und
Persönlichkeitsspaltung. Wir freuen uns auf Ihre Laudatio. Und da wir ja jetzt alle wissen, dass Sie in extrem straffen Zeiten ist Heimat in Glas. Bedenken Sie das bitte als Heimatminister. Zweitens, gutes Bier soll durch Steuern man den Volke nicht verteuern. Nur bayerisches Bier im Bauch. Es sollte sich dabei um ein Bier handeln, das zu Deutschlands Bier des Jahrzehnts gewählt wurde, zum deutschen Kraftbier des Jahres 2015, zum Europameister aller Brauereien 2013, zum Champion Lagerbier in London, das eine Biersommelier-Weltmeister in seinen Reihen hat, mit dem Einrahmen von Auszeichnungen nicht mehr nachkommt und heuer zum 9. Mal in Folge den Bundesehrenpreis, die höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft, erhält. Zunächst einmal einfach deswegen, weil hier wird man mit dem bayerischen Defiliermarsch reingespielt und der bayerische Defiliermarsch ist an sich nur laut Hofprotokoll der Staatsregierung dem Ministerpräsidenten vorbehalten. Ja, ja. Aber ich komme damit emotional zurecht. Und nachdem ich ja gesehen habe, wer schon alles Preisträger war, muss man halt ein bisschen Zeit mitbringen für die Zukunft. Das heißt, ich werde noch ein paar Mal kommen, um es dann endgültig zu feiern. Aber wissen Sie, Politik ist ein Marathon, an dem immer wieder das Ziel nach hinten verschoben wird. Insofern ist das der erste Grund, warum ich das einfach wunderschön finde. Der zweite, ein Respekt an unsere Brauerei. Ja, es ist ein tolles mittelständisches Unternehmen mit großer kabarettistischer Neigung, wobei ich weiß, dass er diese Reden, die er so glänzend macht, da einer ein bisschen unangenehm, dass er ein kürzer geworden ist, ja, dass er die Rede jedes Mal macht, indem er vorher sich 10 Bier reinpfeift, meine Damen und Herren. Und man sieht den Innovationsgrad seines eigenen Bieres, an der Stelle Respekt. Und er sagt auch, als Finanzminister soll ich mich besonders um ihn kümmern. Das werden wir tun. Schade, dass hier alles versteuert ist. Weil Sie alle wissen ja, meine Damen und Herren, das Finanzamt ist mit Abstand die bürgerfreundlichste Verwaltung. Herr Regele, die Steuerfahndung macht sogar Hausbesuche, wenn Sie es wünschen. Auch das ist kein Problem. Aber Sie müssen keine Sorge haben, zurzeit ist zu Hause nichts los bei Ihnen. Also ein Respekt an Sie, ein Kompliment und einmal ein Dankeschön, ein Applaus für jedes Jahr diese großartige Idee, dieses Engagement und das Bekenntnis zum bayerischen Brauchtum. Dankeschön. Es war es in den 30er Jahren so, dass man in Berlin überlegt hat, damals dann nach der Übernahme durch Hitler, dass alles bayerische Erbe der Wittelsbacher übertragen werden muss nach Berlin. Und damals gab es jahrelange Briefwechsel zwischen dem bayerischen Finanzministerium, bis immer Lord Siegelbewahrer war, bis irgendwann man in Berlin in der Reichskanzlei entnervt aufgegeben hat und gesagt, das lösen wir irgendwann. Wäre das nicht passiert, wäre alles heute mal Schwarzstadt, alles andere wäre preußischer Berliner Kulturbesitz und wahrscheinlich irgendeiner von der Linkspartei würde da Beauftragter dafür sein. Man merke, bayerische Finanzbeamte können doch was Gutes anrichten, meine Damen und Herren. Ich selber bin auch ein Fan von Ludwig II. Schon allein deswegen, das muss ich jetzt immer sagen, das darf ich hier sagen, weil Ludwig II. Auch ein Fan von Franken war. Das wissen die meisten nicht. Der hat ein Buch geschrieben, 1866, Triumphale Reise durch Franken. Ja? Und da hat er folgenden Satz gesagt, den ich letztes Jahr schon Herrn Uhle nachgeführt habe und der bis heute so bleibt. Er sagte, der Franke, und das gilt übrigens für den Schwaben auch, sogar für den Allgäu, ja? Der Franke ist edel, rein und von höchstem Gemüt. Und er scheidet damit sich so grundlegend von den Münchnern. Man ist sehr verdammt. Und Gratulation an Wolfgang Hennes. Dankeschön. So, vielen Dank, Dr. Markus Höhler. Jetzt darf ich alle Anwesenden, die Bierkettenträger, bitten, auf die Bühne zu kommen.
man sagen, hat das Ganze schon ein Bild. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde sagen, einen donnernden Applaus für den neuen und 34. Riegele Bierkettenträger Wolfgang Krebs. Meine Damen und Herren, hochverehrter, und das muss ich jetzt mit Epitus sagen, hochverehrter, großartiger Laudator, lieber Heimatminister und Finanzminister Dr. Markus Söder, lieber Markus, lieber Gastgeber und Freibierspender Dr. Sebastian Briller und die gesamte Brauereifamilie, liebe Königstreuen, ich habe nie in meinem Leben mir vorstellen können, dass ich einmal an einem Abend, und es ist eine wirklich große Ehre, nicht nur, dass ich in einer Bayerischen Brauer sprechen darf, sondern dass auch ein Staatsminister eine Laudatio auf einhält, sondern dass man auch noch gemeinsam mit den Königstreuen, mit den Fahnenträgern, mit Böllerschützen auf einer Bühne steht. Das ist wirklich eine ganz große Sache, meine Damen und Herren. Liebe Bewahrer, verdienten Bewahrer unseres wunderschönen Heimatlandes Bayern, vielen herzlichen Dank für diese große Auszeichnung, auf die ich sehr stolz bin. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich Dr. Sebastian Briller getroffen habe, das war in einem Bierzelt, da hat es ein anderes Bier gegeben, war Schreiber, ich war deswegen, waren wir beide nicht so gut genau. Und es war kurz nachdem Herr Schreiber damals abgetreten ist und wir hatten uns eine ganz heiße Diskussion über die Zukunft und den Zustand der CSU verstritten und ich als Stoiber-Fan, das muss man sagen, und als jemand, der auch zu Stoiber gehalten hat in den Zeiten, wo es nicht so einfach war, wo man das nicht immer so ansieht, aber jetzt hören wir halt einfach mal, ist zwar Presse da, aber ich oute mich trotzdem als Stoiberianer, bin ich in bester Gesellschaft unseres Heimatministers. Und meine Damen und Herren, da haben wir uns wirklich richtig fast verstritten miteinander, wie es jetzt weitergehen soll in der CSU und waren also beide. Und ich hätte nie gedacht, dass es irgendwann einmal so weit kommt, dass wir beide wieder so gute Freunde werden, lieber Dr. Briller, da bin ich ganz toll. Aber meine Damen und Herren, Sie erwarten natürlich, dass jetzt Wolfgang Krebs eine Laudatio, beziehungsweise eine Antwort, Laudatio, eine Antwort auf die Laudatio, jetzt ist jeder Stolper jetzt in der Nähe, als ich glaube. Ich tue mir immer schwer, vor so vielen Leuten zu sprechen, weil ich als Wolfgang Krebs jetzt so gut kann. Aber ich habe mir ein paar Bekannte mitgenommen, es sind ein paar Preisträger dabei, ehemalige oder vielleicht zukünftige, keine Ahnung. Vielleicht sind auch Leute dabei, die irgendwann einmal Preisträger waren und keiner kann sich mehr daran erinnern. Ich habe also jetzt erst angefangen mit einem Mann, der uns morgen was zu sagen hat. Das war also heute schon in Augsburg allgemein ganz großartig drin gestanden ist, das er wahrscheinlich weitermachen. Wir alle kennen ihn ja gewann und da ist ja der Markus Söder wie ich auch. Natürlich sitzen wir beide da, er weiß das wahrscheinlich schon lang. Und ich bin natürlich immer der, der dann wartet auf die Nachrichten, aber er macht ja Nachrichten, der Dr. Söder. Und weiß natürlich dann nicht schon, wie es weitergeht. Und gerade aus München, der Stadt der Schönen, Reichen und Intelligenten, aber auch der Stadt der Politiker. Nicht, was er denkt. Und vor kurzem habe ich gesehen, dass er einen faulen Apfel gegessen hat. Da habe ich nach dem Grund gesagt, hat er gesagt, als ich angefangen habe, war er noch gut. Er wird von seinem Gespräch geben, nur noch unterboten von einem anderen, den ich auch mit dabei habe. Den hat der Markus Söder noch gar nicht gesehen. Weiß er gar nicht, wie gut, dass er den findet. Begrüßen Sie jetzt unseren bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Meine Lieben, guten Abend, meine sehr verehrten bayerischen Damen und Herren. Ich als bayerischer Innenminister bin ja zuständig für die inneren Werte. Und bei Markus Söder, ich werde immer wieder von den Journalisten gefragt, Herr Dr. Söder, sehen Sie sich als Nachfolger von Herrn Seehofer? Sie wissen ja, ich reiche keiner Frage aus und wenn Sie noch so knallhart ist. Und darum sage ich immer, ob der Seehofer der Nachfolger wird, das weiß ich noch nicht. Also ob ich der Nachfolger vom Seehofer werde, das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist doch ganz klar, meine Damen und Herren, ob sich Bayern in Zukunft auch gut entwickeln und da kann sich der Wähler darauf verlassen. Erstens wie drittens, viertens wie zweitens und achtens haben wir schon gehabt. Und schaut, wer noch draufsteht.
Wer steht noch mehr als Rosenheim mit der Durchsetzungskraft von Zuckerwatte? Ohne Vision, sich Vornamen, ein Riesenbrett vor dem Kopf, das er sich auf seinem eigenen Riesenstammbaum geschnitzt hat. Ein Frangi, der spricht wie einer aus Südostwestfalen kopiert. Sind wir aber ehrlich, das sind alles nicht Trostpreise, das sind Buste. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich verspreche euch eines Tages, hey, meine Damen und Herren, danke und Servus da, Servus da. Und weil jetzt, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen einen Mann präsentieren, man sieht schon, wer es ist, der Königstreue aller Königstreuen. Und sofort verlagert sich die Stimme nach oben. Meine sehr geehrten oder anders, liebe, lieber Markus, liebe, meine Damen und Herren, Herr Pfarrer, Herr Briller, Herr Dr. Briller, Herr Dr. Pfarrer. Die Augsburger lenkten viele Jahre in Europa die Geschicke. Sie hatten damals schon das Bier und das gute Riegelbier und hatten Straßen, Könige und Wege und eine Maut, die funktioniert hat, liebe Freunde. Um diese Zeit, als Augsburg schon eine stolze Hochkultur hatte, ist man in den Wäldern von München noch auf den Bäumen herumgeklettert und hatte Angst vor der Rückkehr der Dinosaurier, liebe Schwäbinnen und Schwaben, meine Damen und Herren. Augsburger, Damen und Männer, also die Herren von den Frauen. Aus Wolfratshausen, die es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft hat, weil sie die längste Filzschnur der Welt hergestellt hat. Immer den Ministerpräsidenten des ehemaligen Bayern in die Ahnenreihe in einer Dame stellen, die es mit einem Filzfaden in ein Buch schafft, das nach einem schalen Brexit-Bier benannt ist, meine Damen und Herren. Nichts geht. Wolfgang, also die Bierkette empfangen zu nehmen. Und damit das Reinheitsgebot in Ehren zu bringen. Und wir haben in Bayern, durch das bayerische Reinheitsgebot, das hier in Bayern Fug und Recht vor 500 Jahren entstanden ist, eines der wichtigsten Lebensmittelgesetze, die überhaupt bestehen, meine Damen und Herren. Bayerisches Bier muss sauber bleiben und dafür steht der Name Riegel in einem Ausmaß, der unvorstellbar ist, den man hier nicht sagen kann. Und wenn man mir eine Kette umhängt, geht. Egal wie es weitergeht, es geht auf jeden Fall weiter, es geht eines Tages weiter und es geht weiter, wie es ja heute selber schon ist. Und dann macht der andere weiter, meine Damen und liebe Freunde. Für mich, als langjährigen Jahresvorsitzender, langjährigen Ehrenvorsitzender in der CSU, ist dieser heutige Abend etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht mehr, was gestern oder was in Hausratswolfen, in Wolfratshausen. Auf alle Fälle schaue ich mir wieder, lassen Sie mich nur ganz kurz über die Dingswerte sprechen, schaue ich mir wieder aktuelle Umfragewerte an. Und da taucht einer auf, wie die Phönix aus der Dose, wie die Unox aus der Flasche, die Unox aus dem Kanal. Dieser Gabriel mit dem Namen Schulz. Büsling. Bürstellen, oder wie das heißt. In Stellung gebracht haben, entwickeln sich die Sozialdemokraten eine erstaunliche Schulzkraft. Eine Schubkraft in der Augsburger Flughafen, Freunde. Jetzt drängt sich uns alle die Frage auf, was dieser Kandidat eigentlich hat, was unsere Kanzlerin nicht hat. Unsere Brunsig-Kanzlerin. Schulz will Deutschland gerechter machen, da kann ich nur sagen, er hat es nicht einmal geschafft, seine Heimatstadt Würselen gerechter zu machen. Würselen, ist das überhaupt ein Ort? Meine Herren, ein rechtmäßiger Name für eine deutsche Gemeinde, meine Herren. Würselen, das klingt doch nicht nach einem Ort, sondern vielmehr nach einer Tätigkeit, und zwar keiner redlichen Tätigkeit. Tod durch Erwürselen, meine Herren. Da kommt der Herr, dieser Mann, und schützt ihn. Es ist ein Freund.
Jedenfalls nicht, ich hatte es bloß drin mit ihrer Brustlätsche. Ich bin in diesem Marsilvogel gesessen ist, meine Damen und Herren. Bei der Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur. Was gibt es für eine Mundwinkel, keine Untergrenze? Angela Merkel und Horst Seehofer zum Regieren, verdammt in Zeiten der ernstzunehmenden Beschulzung, brauchst du keine Kandidaten, brauchst du einen Kandidaten, der die Not zum Klodern bringt, der die Not zum Klodern bringt. In 10 Minuten, meine Damen und Herren, muss der hier durch Dings, meine Damen und Herren, einen, der auch mal eine Baracke leitet, eine Attacke leitet. Und deshalb sage ich, liebe Angela, lieber Horst, wenn ihr keine Leidenschaft mehr fürs Regieren verspürt, dann könnt ihr gerne in Wolfratshausen für mich die Blumen hinrichten, während ich unser Vaterland vor der Verwirrsinnung rette, meine Damen und Herren. Es ist wirklich ein schöner Abend für mich, eine große Ehre. Ich werde das nächste Jahr mich ganz anständig ausschließlich von Ihrem Bier ernähren. Wahrscheinlich wird mein Kabarettprogramm so berühmt werden, dass also das wird wahrscheinlich große Kreativität fördern, da bin ich mir ganz sicher, absolut geil. Und ich sage vielen herzlichen Dank für diese hohe Auszeichnung, dass Sie alle gekommen sind. Das macht mich wirklich stolz. Und vor allem, dass ich mit euch hier, mit Ihnen hier, alle auf der Bühne stehen darf auch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage vielen herzlichen Dank für diese Auszeichnung. Danke. Heldentum Hand in Hand gehen müssen. Auch
auch in Augsburg, eine Stadt, die eigentlich ehemals Freiheitsstadt war. Ich bin heute leider nicht dazu gekommen, mich in den Ball in das Gewand zu schmeißen. Ich weiß, ein großer Fehler. Beim nächsten Jahr verspreche ich wieder einen Trachtenanzug. Ansonsten eine rundum gelungene Veranstaltung und ich freue mich immer wieder hier sein zu dürfen. Alles Gute. Wunderbar, oder? Ja. Ja. Also, ich fand, die war jetzt in einigen schon und ich fand dieses Jahr die beste. Weil der Wolfgang Krebs ist natürlich eine Schau, gell? Der kann es eigentlich schon. Und diese Parodien, die der kann, das ist unglaublich. Nichts treuen, was für ein Riesen-Gaudi, was für ein Fest wir haben. Wir haben die Ehre. Alles Gute. Hallo alle zusammen, wir sind heute in der Riegele Brauerei zur Bierkettenverleihung und es war ein ganz toller Abend. Hallo, ich bin die Hanne Köppel, bin bei den Königstreuen in der Vorstandschaft und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr zünftige Veranstaltung. Ganz klasse und schon mit viel Tradition und dass der Wolfgang Krebs diesmal die Bierkette bekommen hat, das begrüße ich über alles. Ja, es freut mich, dass ich also heute hier bei der Bierkettenverleihung bin, eine Veranstaltung, die ja schon über Jahre hinweg immer ihren außerordentlichen Ruf gehabt hat. Aber das heute war eine ganz, ganz besondere Vorstellung. Krebs hat ja, glaube ich, heute alles geschlagen, was wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und von daher war es ein ganz bewusstes, um nicht zu sagen, ein ganz, ganz besonderes Highlight. Und wir alle sind froh, dass dieser heutige Abend so gut gelaufen ist. Und ich denke, wir bleiben noch länger da, trotz der Niederlage des FCA. Über diese Veranstaltung kommen wir auch über den Schmerz hinweg, den wir haben, den uns der FCA zugefügt hat. Sehr gut. Gute Veranstaltung. Danke. Und was ich ganz besonders hier ausdrücklich erwähnen will, die Firma Riegele in Person von Herrn Briller, recht, recht herzlichen Dank. Es ist wie in den vergangenen Jahren mit der Professionalität durchgeführt worden. Und heute nochmals herzlichen Dank. Wir haben so einen schönen Abend erlebt. Und das Brauhaus Riegele möchte ich nochmal ausdrücklich meinen herzlichen Dank im Namen aller aussprechen. Ja, also ein Wahnsinns-Event war es, die Riegele Bierkette, gell? Sebastian, ich bin jetzt mit Dr. Briller, per Du. Wahnsinn. Der Dr. Briller ja, heißt jetzt für mich Sebastian. Wahnsinn. Ich habe vorher schon Professor gesagt, jawohl, super. Wir zwei sind gute Freunde, denn ich habe die Riegele Bierkette bekommen und es war ein Irrsinnsding und wir sind heute wirklich die allerletzten, die noch da sind. Es ist kurz vor 10 und jetzt machen wir zu. Wir überlegen uns über Übernachten hier, aber ich glaube, jetzt machen wir zu. Weiß nicht, also eine Nacht in der Brauerei machen wir mal einen anderen Abend, gell? Alles klar. So ist dann Dankeschön, gell? Okay.